Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Medal of Honor Airborne. Zur zweiten Kampagnenmission. Pestum, Italien. Wo wir jetzt auch auf europäische Infanterie treffen. Gentlemen, ich bin genauso überrascht wie Sie, dass wir hier sind. Okay. Irgendwie fehlt jetzt der Ton. Das finde ich merkwürdig. Die Deutschen haben ihre Truppen entlang der Amalfiküste zusammengezogen, um gezielte Gegenangriffe vorzubereiten. Ich kann nicht nach oben gucken. Ich kann auch nicht nach unten gucken. Ihre größte Stellung befindet sich hier, nahe der Ausgrabungen von Pestum vor den Toren von Salerno. Die Deutschen haben sich in den Gegraben. Wir müssen sie also Stück für Stück auseinandernehmen. Im Süden befindet sich eine Funkstation der Deutschen. Schnell zuschlagen! Ich kann sie nicht sehen! Nördlich von Pestum ist ein Fuhrpark. Zerstören Sie dort alle Treibstofftanks. Außerdem liegen uns Berichte über ein Munitionslager vor, das irgendwo in der Ausgrabungsstätte versteckt sein muss. Und ich hab am Hals verletzt! Finden und zerstören Sie es. Ich kann nicht hoch und runter gucken! Okay, abtreten! Das ist scheiße! Ja, unser Setup wird das gleiche sein. Ihr könnt mich ja einfach mal anschreiben und mir sagen, welche Waffen ich das nächste Mal mitnehmen soll. So, wir treffen jetzt auf europäische Infanterie und Armeeoffiziere, also Effektivität 3 und 4. Weil die einerseits mit G43 auf uns schießen werden und andererseits mit MP40. Au, zeigen Sie mir einen Mann, der aus einem Flugzeug springt, dann zeige ich Ihnen einen Mann, der kämpft. General James M. Gavin. Ich vermute mal, das ist so aus der Entstehungszeit der Fallschirmjäger. Die Feuertaufe. Wieso wird eigentlich immer der gegenüber von uns abgeknallt? Du blutest! Ich bin okay! Bleib sitzen! Du fliegst nach Hause! Nein! Ich spring mit euch ab, Jungs! Halt die Fresse und bleib sitzen und pennen. Das ist für mein Bestes. Hallo, Ruinen! So, wo wollen wir denn mal runter? Hey, perfekt. Wir landen schon richtig. Ein bisschen Wasser korrigieren. Kapazitätslandung, Landung, ja, aber wir sind gut gelandet. An alle Einheiten, die mich hören können. S2 hat bei Pestum einen Fuhrpark des Feindes entdeckt. Bitte vernichten Sie sämtliche Treibstoffreserven des Feindes. Sagen wir doch mal ein kleines snipeless Arschloch. Dafür verwenden wir gefälligst die Pistole. Das ist nämlich ansonsten die reinste Munitionsverschwendung. Das ist nämlich der Benzintank, einer der Benzintanks, die wir zerstören müssen. Das sah jetzt gerade kurz widerlich aus. Egal, weg mit dem Ding. Weil das dauert ja ewig. Oh, Kacke! Au! Keiner mehr da zu sein. Dann gehen wir mal runter und zerstören noch den restlichen Treibstoffkern. Vorne ist er nämlich. Ah.
davon, die Teile. Aber jetzt gibt's erstmal Sprengaktion. Für das Ding haben wir nämlich endlos Munition, also scheiß drauf. Scheiß drauf und schieß drauf. Wie der geflogen ist. Oh. Moment, hören wir uns mal die Propaganda an. Okay, jetzt bin ich demoralisiert. Ich gehe jetzt und kämpfe gegen die Amerikaner. Nein, natürlich nicht. Herrgott nochmal. Es waren ja die Nazis, die ihr eigenes Volk belogen haben. Und wie die ihr Volk belogen haben. Arschlöcher. Feindliche Truppen verteidigen die Ruinen. Das Munitionslager müsste hier sein. Es befindet sich im Zielgebiet ein feindliches Munitionslager. Gehen Sie bei der Unterstellung aufgrund der Wucht der zu erwartenden Explosion äußerst vorsichtig vor. Den nehme ich ganz so wie geplant. Ich habe zum Beispiel ziemlich oft daneben geschossen. Hallo. Ne, das Verhaltenspäckchen brauche ich jetzt gerade nicht. Feindliche Infanterie! Weiter, weiter, Travers! Du bist erwidern! Erwidern! Oh, hi. Hey! Ich glaube, es hackt. Fliegen, du kleiner Deutscher. Einer mehr hier? Ich hoffe, du hast schnelle Schuhe an, Travers. Hoffe ich auch. Ich hoffe vor allem, hier wäre genügend Munition, dass ich mich auffrischen kann. Schon sind die deutschen munitionslos. Und ich auch, weil ich deutsche Waffen verwende. Ah! Deckung! Darüber! Au! Was war denn das jetzt? Schrotflinten mag ich nicht. Ich hab ihn. Die Munition aus.
gar nichts. Ist auch nichts. Rein gar nichts. Da. Außer einem deutschen Soldaten, der für mich natürlich keine Munition übrig hat. Perfekt. Yes, ein bisschen mehr Muni. Fällt mir natürlich gleich ein Spruch aus Company of Heroes 2 ein, von den Volksgrenadieren. Was? Zurückziehen? Aber wir haben doch noch Moon übrig! Ja, das schon, aber die Situation, in der ihr gerade kämpft, ist einfach aussichtslos. Also zieht euch zurück, ihr Penner. So, da oben sind unsere nächsten beiden Missionsziele. Und wir sind die nächsten Deutschen. Lustige ist ja eigentlich, dass diese ganzen Typen, die hier gerade mit der MP40 rumeiern, die MP40 waren zu dieser Zeit des Krieges gerade mal an die Polizeitrupps ausgegeben worden. Mehr nicht. Ergo, eine so große Zahl von Leuten, die hier mit der MP40 um sich schmeißen. Diese Zahl war noch gar nicht vorhanden. Welche Ironie! Also schmeißen die hier mit Waffen um sich, die es zu dieser Zeit des Krieges gar nicht in so großer Stückzahl gab. Schon scheiße. Finden und sabotieren Sie sämtliche Kommunikationseinrichtungen des Feindes, um den Funkverkehr zu stören. Alter, wie die da Granaten reingepfeffert haben. Und diese Order, die ich da jetzt bekommen habe, empfinde ich als äußerst sinnlos. Und deshalb werde ich jetzt hier was versuchen. Mal sehen, ob ich das Spiel einfach austricksen kann. Damit auf jeden Fall nicht. Weil hier ist dieses Schloss und das muss man auch von der anderen Seite aufschießen oder aufsprengen, je nachdem, wie man es machen möchte. Jetzt möchte ich einfach probieren, das von dieser Seite hier aufzusprengen. Funktioniert einfach nicht. Ich krieg die Granate nicht nah genug ran. Ich bin sicher, dass das irgendwie funktioniert, aber so wie ich es gerade versuche, nicht. Leider. Hier runterpurzeln. Ist ja gut. Oh, Kacke! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao!